Hallo, herzlich willkommen YouTube bei Augen Commander Krieger und herzlich willkommen zu einem wunderschönen Spiel. Das heißt Keep Talking, Nobody, weiß ich nicht. Nobody Explodes, Amanakwaim. Keep Talking and Nobody Explodes. Okay, pass auf, wir machen das nochmal. Ich sag Keep Talking und du sagst Nobody Explodes. Aber. Ich muss rülpsen. Bester Anfang für ein Video. Doch nicht. Wenn du einfach reinrülpst. Der ist da, aber er will dich. Wenn ich jetzt anfange, kommt er. Ja, fangen wir mal. Trink nochmal eben einen Schluck. Warum rülpst du jetzt? Weil du mir Lust drauf gemacht hast. Du wolltest mich animieren, ne? Ja. Rülps-Animation. Hat funktioniert. So. Ja, fantastisch. Bist du bereit immer noch? Ich bin richtig ready. Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu Keep Talking and Nobody Explodes. Genau, mit dem Robert zusammen. Und das Spiel haben wir bei der Truppe von Peetsmeek gesehen, die haben das gezockt und das fanden wir eigentlich recht witzig. Das Ganze sieht so aus, wir haben hier so einen Bombenkatalog und da kümmern wir uns jetzt um die erste Bombe. Der Robert hat momentan eine Seite auf, das könnt ihr, wenn ihr Bock habt, auch machen. Unter der Seite www.bombmanual.com stehen dort Lösungen. Das heißt, ich muss ihm jetzt gleich sagen, was ich sehe und er muss mir sagen, was ich machen muss, um die Bombe zu entschärfen. So. Ich habe praktisch ein Handbuch, wir sind telefonisch miteinander verbunden. Er sitzt vor der Bombe und ich bin der eigentliche Bombenfachmann. Hab das Manual vor mir liegen und kriege das eigentlich nur meine rechte Hand. Genau. So, da haben wir die erste Bombe. Ja. Dann hau mal rein. Was ist denn? Ja, Explosion, ich habe nichts gemacht. So, everybody has to start somewhere. Let's just hope it doesn't end here too. Make sure your experts have the manual and are ready to help. Wir haben 5 Minuten Zeit, 3 Module, 3 Strikes können wir machen. Starten. Easy, 3 Module, 3 Strikes, da kriegen wir hin. So, das ist nur für meine Augen hier bestimmt. Das darf der Robert nicht sehen, das sieht er ja auch nicht. So, Robert, bist du bereit? Ja, mach hin. Wir haben es 2.37 Uhr morgens. Kommt ungefähr sogar fast hin. So, ich habe die Bombe vor mir. Oben rechts sind Ziffern, beziehungsweise Zeichen, 4 Tasten. Ja, ja. Ein C, nach rechts geöffnet mit einem Punkt. Dann ja. Eine Schlange, eine 3 mit einem V auf dem Kopf und mit einem Schwänzchen. Eine 3 mit einem V auf dem Kopf? Eine 3 oben drüber ist ein V. Da ist eine 3 und da drüber ist ein V und das Ende von der 3, da ist so ein Schwanz. Was? Stern? Ein Stern, ja. So, dann einmal ein umgedrehtes P. Ja. Und nochmal, ja, das ist eine 3. Und oben auf der 3 ist ein kleines V drauf und ein Schwänzchen. Junge, ich will das so gerne sehen und ich sag dir, das ist nicht... Ah, doch, eins habe ich. Ja, tatsächlich. Okay. So. So. Jetzt muss ich ihm lesen, was... something to do with occult. Only one column below has all 4 of the symbols from the keypad. Ah, okay. Dann müsste es sein... Also, C mit einem Punkt nach rechts, ja. Ein Stern, ein umgedrehtes P und die 3. Ja, C, P, 3, Stern. C, P, 3, Stern. Ist richtig. So. Ja. Dann habe ich ein Feld mit Drähten. Insgesamt 2, 4, 6 Drähte. Warte, ich muss die Drähte-Seite finden. Ja, wie viel? 6? 6 Drähte. Ja. Blau, schwarz, weiß. Blau, weiß, blau. Also, ich übersetze direkt. Wenn, was? If there are no yellow wires. Okay, wenn da, ist da ein gelber dabei? Nein. Siehst du irgendwo eine Seriennummer? Eine Seriennummer. Ja. Ist die gerade oder ungerade? Ungerade. Ne, gerade. Gerade. Die ist gerade. Okay. Gerade. Okay, otherwise, if exactly one yellow...
Otherwise is there no. Ist da ein roter dabei? Nein. Dann das letzte abschneiden. Den letzten Draht. Richtig. So. Okay. Und ein weißer Button detonate. Weißer Button detonate. If the button is blue, nein. Robert! Wie lange noch? Mach! Wie lange? Zwei! Was zwei? Ja, gib Gas! Junge, weißt du, was das für ein Text ist? Ja, dann lies mal. Ja, no. Ist irgendwo eine Batterie da zu sehen? Ja, wir haben zwei Batterien. Wir haben einmal eine dicke und zwei kleine Doppel-A-Batterien. More than one battery. Ja, wir haben vier Batterien. Und es steht drauf. Ja. Dann sollst du auf Detonate draufdrücken und direkt loslassen. 1,47. Besten Dank, Bombe ist entschärft. Kein Problem. War auch niemals irgendwie knapp oder irgendwie, ich weiß nicht, dass ich mich aufgeregt hätte oder so. War bisher oder gar nicht. Dreck und, oder unter Dreck, ja, Dreck, Druck gesetzt. Unter hätte. Dreck gesetzt. Ja, echt. So, die easy. Bombe haben wir hier mal easy entschärft. Weiter ja. Geht es. Nächste bitte. Wenn ihr davon mehr haben wollt, Robert, was müssen die Leute tun? Deabonnieren und einen negativen Daumen hier. nicht richtig. Kaboom. When did seeing a familiar bomb before comforting? No matter, this bomb will only be half comforting. 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Ab geht's. 3 Module. Ach so, ja doch, ja, das geht. So, ja, hau rein. Was Robert, halte ich bereit mit der Manual? Ja. Go. So, wir haben unten links ein so ein Simon Says Knopf. Viereckigen. Ja, aber der ist als wie so ein HSV-Logo, so ein Drecks-Logo. Ja, so Raute, ja. Ja, genau, Raute war das Wort, genau. Ja. So, oben blau, links rot, rechts gelb, unten grün und das blaue blinkt. Das blaue blinkt, okay. Using the correct table below, press the button with the corresponding color. Was? A button will flash, another, repeat. Der blaue blinkt alle 5 Sekunden. Alter, finde. Okay, wenn er. Was? Der blaue blinkt alle 5 Sekunden. No strikes, one strike, two strikes. What the fuck? If the serial number contains a vowel. Was zum Teufel ist eine Vowel nochmal? Also Serial Number ist 967706. Danke, das juckt mir nicht, wenn ich nicht weiß, was. Robert, ich bin hier gerade an der Bombe. Alter, willst du, ja. Da musst du ich halt ja eben nebenbei googeln. Ich gehe ja nicht hoch. Arschloch. Using the correct table below and press button or flash, followed by another. Repeat the sequence in order using the mapping. Single links by one. Okay, pass auf. Du musst den aufflashenden Button drücken, soweit ich weiß. Aber warte mal, dann was ist dann die Tabelle da drunter? Also wenn der blaue blinkt, solltest du den blauen drücken und danach wird ein anderer blinken. Und dann solltest du... Ja, okay, ich habe den blauen gedrückt, ich habe den ersten Strike bekommen. Okay, dann ist schon mal falsch. Okay, dann warte mal. So, jetzt ist die Frage. Ist die... Drei Minuten noch. Was ist ein Vowel, Mann? Keine Ahnung, pass auf. Wir haben einen weißen Press-Button. Nee, das ist egal. Nein, das machen wir jetzt erstmal. Weißer Press-Button. Und ein blauer Hold-Button. 967706. N6. Pass auf. N6. Und das Ding piept schneller. Okay, wir haben einen Strike. Der rote... Der blaue flasht. Der blaue flasht. Drück jetzt nochmal den blauen. Der hat eben schon einen Strike raus... Geht? Jetzt piept er und blinkt zweimal. Blue Flash, okay, warte mal. Jetzt blinkt keiner mehr, oder was? Blau zweimal hintereinander, piep, piep. Ja, dann drück nochmal den blauen. Was passiert? Der blaue blinkt zweimal. Also Two Strikes, dann, grün? Zweiter Strike. Was zum Teufel?
Drück den blauen. Du bist so eine Missgeburt. Was denn? Ja, die ist hochgegangen! Ohne Scheiß! Gib mir ein deutsches Rennen! Ich bin tot! Wir haben, ja, Tote sprechen nicht, habe ich gehört. Das ist auch, die Manual ist voll für den Arsch. Was hier, no strikes, one strike, two strikes, woher soll ich das, du, what? Ich hatte, pass auf, ich hatte keinen Strike. Doch, wir hatten ja dann einen. Und dann hat ein. Richtig, so, und deswegen einmal blau. Und dann hat sie zweimal geblinkt oder was. Aber was soll ich mit zweimal blinken anfangen? So, wir machen nochmal ein Retry. Wie, es ist die gleiche Bombe. Google schon mal, was Wall heißt. Vokal. Ja, ein N. Hatte kein Vokal drin, ein weil N. es nur Nummern waren. Also, so, neue Nummer. So, pass auf. Wir haben wieder unten unsere kleinen mal, hast Symbole. Du gesagt, da war ein N dabei? Ein N war dabei. So, wir haben unsere... Trotzdem kein Vokal. Ist kein Vokal. Wir haben unten unsere Symbole. Welche Symbole? Wieder ein C Symbole. Mit einem Punkt nach rechts. Ja, chill mal deine Bubis. Ich muss die... Was? Ein C mit einem Punkt nach rechts, ja. Also nach rechts offen. Ein umgedrehtes ja. P. Ja. Ein Smiley mit einem Lippenpiercing. Ja. Und ein auf dem Kopf stehendes P mit einem T drin. Auf dem Kopf? Stell dir vor, du nimmst ein P und drehst es einfach nur um 180 Grad nach unten. Vertikal. Du spiegelst ein P vertikal. So, und dann machst du dann... Ah, ja, ja, okay. Okay, so. Okay, okay. Richtige Reihenfolge ist? Das umgedrehte... Nee, also das normal umgedrehte P, das du als erstes gesagt hast, ohne den T. Ist falsch. Was? Erster Strike. Warte, 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 dann muss hier noch einer sein. Warte mal, wo ist denn der? Picker. Ah, okay, sag nochmal die Dinger, die du hast. C, Punkt nach rechts. Smiley mit Lippenpiercing. Okay, 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 hab's. Smiley? Ja. Das P mit dem T? Ja. Das C, das nach rechts... Alles klar. Und das P. So, dann habe ich ein Part und zwar ein vier Ziffern und da drüber ist so ein ja, so ein kleiner Monitor und da steht eine 1 drin. Ja, okay, okay. Da steht eine 1 drin gerade. Ja. If the stage 1, if the display is 1, press the button in the second position. Den zweiten von links. Okay. Richtig. So, jetzt steht da eine 4 drin. If the display is 4, press the button in the same position as you pressed in stage 1. Also wieder die zweite Position. Okay. Jetzt steht da ein 3 drin. Dritte Position. Jetzt steht da ein 4 drin. Die gleiche in Stage 2 und in Stage 2 hatten wir... Hatten wir die 2. Die 2 haben wir. Ja, so, und die letzte ist eine 2. Letzte ist eine 2. Nochmal die 2. Ist falsch. Kann nicht sein. If the display is 2. So, neu, neu, 3. Komplett wie? Neu. Ach, jetzt ist es 3, oder was? Letzte, jetzt es fängt nochmal neu an. Wir haben jetzt Strike bekommen. 3. Wie, es fängt neu an? Es fängt neu an, Robert! Bist du sicher, dass es neu anfängt? Ja! Dritte Position. Ja. Ja. Jetzt? Ja! 4. Ja, danke. Nochmal die 3. Okay. Jetzt kommt eine 2. Nochmal die 3. Was liest du mir davor? Nicht die Zahl 3, die dritte Position, Mann! Ja, natürlich! Ja. Ist richtig oder nicht? Ich bin tot! Mich verarschen? Echt? Du hattest als letztes eine 2, richtig? Wir versuchen es nochmal. Ignorieren du hattest, wir das? Warte. Das war. Nein, bevor Robert, hier liegt eine Bombe vor mir. Ich weiß. Du hattest. Pass auf, du bist jetzt tot. Oh, es geht los, es geht los. Stern. Oh, Junge! Ein Stern nicht ausgefüllt. Was für ein Ding? Wo? Was ist denn jetzt? Wieder die Symbole. Ja. So, ein Stern so, nicht ausgefüllt. Ja. Ein. So ein Disney-O, sag ich mal. Weißt du, so, was ich meine? So ein Spiralkringel, oder was? Ja, genau, so ein Spiralkringel. Ja. Dann ein Eurozeichen umgedreht mit zwei Punkten oben drüber.
Ja, ist kein Eurozeichen, aber ja, ich weiß, was du Ja, weißt meinst. du, was ich meine? Ja. Unten, ich würde mal sagen, handschriftliches H. Mit unten so einem Geschnörkel unten rechts. Ja, okay. Dann das Eurozeichen. Ja? Dann den Spiral-Dingsbums. Ja? Dann den Stern. Ja? Dann das H. Sehr gut, Robert. Jetzt habe HDF, ich Alter. da insgesamt 6 Drähte. Ja, sechs, warte. Wo ist die Seite? Da ist die Seite. Ja. Blau, schwarz, schwarz, weiß, rot, Na, rot. halt mal das Maul. Hast du einen gelben dabei? Nein. Gucke auf die Seriennummer. Ja, ist eine 4 am Ende. Also ist sie gerade, Ott ist nicht gerade, Serienname ist Ott, okay. Otherwise, du hattest gesagt keinen gelben, ne? Richtig. Ist da ein roter dabei? Zwei rote. Den vierten wegschneiden. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Jetzt habe ich ein Feld. 2, 4, 6 mal 6 Felder. Sechsmal. In A2. Was für 6 mal 6 Felder? Oder? Ich, wat, Nee. ich erklär mal Okay, besser, so. was du da hast vor dir, Ich Mann. habe ein Feld, da sind 6 mal 6 Felder, wie so ein kleines Labyrinth, wie so ein Pac-Man-Feld sieht das aus. Ja. So, Zeilen sind Zahlen und Spalten sind Buchstaben. Sag nochmal, In was? B, Spalten sind Buchstaben. In B1 Und Zeilen sind Zahlen. und B6 habe ich grüne Kreise. Wo nochmal? In B1 und B6 habe ich grüne Kreise. Okay, ich habe ein rotes Dreieck, was sich dreht auf A2. Warte mal, eins nach dem anderen. Teilen Ah, von pass Zahlen, auf, ich ja? muss das Ding steuern. Da ist Ich wahrscheinlich. weiß. Okay. So, und wo sind die Punkte? Ich habe 2 Punkte. Ich Ja. habe 2 grüne Punkte und einen weißen Punkt. Wir Okay, haben da noch muss ich zwei mich Minuten. durchlesen, was das heißt. Warte, Circular Markings. The diffuser must navigate the white light to the red triangle. Okay, das Also, Weiße zum Roten. Okay. richtig. Das Weiße ist bei mir auf A, B, C, D, E, 4. Genau, Hier. E4. Und der Rote ist bei mir auf A2. 1,35. A2. Ja. Aber E4 finde ich nichts. Da ist mein weißer Punkt. Ach, da musst du hin. Da ist mein weißer Punkt. Von da starte ich. Du musst Auf wahrscheinlich E4 diese. habe ich aber keinen Punkt. Ja, dann guck mal, ob du bei B1 und B6 Punkte hast. Bei B1, 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 B1 und B6, ja, habe ich. So, und jetzt bin ich bei E4 und du musst mir jetzt sagen, hoch, runter, links, rechts. Und von welchem startest du denn jetzt? B1 oder B6? E4, E4 starte ich. Ach so, und zu welchem musst du jetzt? B1 oder B6? A2, A2. 50 Sekunden. A2? Ja! Gut, ja, dann links. Jo. Runter. Jo, Soll man falsch. da. Runter geht nicht. Was? 35. Du hast bei B1 und B6 einen Punkt, Ja, richtig? Mann. Und du musst nach. A2. So, sorry, aber B1 und B6 ist für mich ein ganz klares Ding hier. Ich bin jetzt bei D4. Hoch, runter, links, rechts. Links geht nicht. Wie kommst du denn jetzt nach D4, Mann? War doch richtig dann gerade, oder nicht? Pumps, Junge. Ohne Scheiß, Alter, das willst du mich? machen wir jetzt so lange, bis die Fotze hier durch ist. Pass auf, warte mal kurz. Pass mal auf. Du hast bei B1 Robert, und ich sehe nichts B6. mehr. Pass Du auf, wirst also. dich ja wohl ja noch daran erinnern Okay, können. pass auf, die Spalten sind die Alter, du regst mich Buchstaben. gerade auf. Weißt du warum? Weil du dir nicht vorstellen Pass kannst, auf. wie schwierig es ist, dich zu verstehen, weil du das beschissen erklärst. Du Pass hörst auf, einem die nicht zu. Spalten sind die Buchstaben. Ja. So, und links die Zeilen Ja. sind die Zahlen. Sehr richtig, Herr. So, ich hatte
bei B1 und B6 zwei grüne Kringel. Ja, sehr gut. Ich sehe auch auf B1 und B6 zwei Kringel. So, jetzt und? Musst du dir vorstellen, mein weißer Punkt war auf E4. Hast du? Oh, E4. Mann, dieser Hurensohn, Junge! Ich hab D4. Oh. Ja, stimmt. Ja, machen wir jetzt noch eine. Upsi! So, Bombe geht los, Robert. Ja, Bombe. So, ich habe, ach du Scheiße, ich habe wieder 6 Drähte. Ja, ich liebe sie. Seriennummer ist gerade. Interessiert mich, ich hasse ihn. Kein dabei. Gelber. Kein Gelber. Die ist gerade, okay. Dann hast du, Rot dabei, ja. Du hast einen roten dabei. Warte mal, Müsste der vierte sein. Warte. Du hattest keinen gelben, ne? Nein. Du hast einen roten dabei? Ich das Ding hier schon wieder sehe. Hier, du hast da. Einen roten? Ja, sogar zwei. Den vierten. Schön, dass wir hier. So. Jetzt habe ich nochmal Simon Says, also wieder dieses Ding, was schön blinkt. Ja, oh Gott. Wir haben noch keinen Strike und der gelbe blinkt. Wo, auf welcher Position ist der gelbe? Der gelbe ist auf der rechten Position. Oben ist blau, links ist rot. Okay, die Seriennummer, hast du die einmal? Ist dann ein Vokal drin? Nein, wir haben PWZFG8, kein Vokal drin. Okay, der gelbe leuchtet, richtig? Richtig. Er blinkt. Ja, oder blinkt. Warte, ich lese mal ganz in Ruhe, damit auch nichts passiert. Rectangle below. Press the button. So, pass auf. Drücke den grünen. Falsch. Falsch, okay, dann musst du erst den gelben drücken. Ich habe jetzt 1, 2. Pass auf, okay, pass auf. Dann drücke jetzt gelb und dann rot. Falsch. Willst du mich verarschen? Wir haben 2 Strikes. Alter. Pass auf, der gelbe leuchtet, richtig? Der blinkt. Ja, blinkt, meine Fresse, hat da irgendwann jemals irgendwas geleuchtet? Nein. Also. Crack table below. Press the button with the corresponding color. So, pass auf, wir haben jetzt 1 Strike oder 2? 2. Das heißt, beim nächsten Mal macht's bumm. Pass auf, ich habe jetzt hier eine Tabelle. Da steht, ja. die gelbe leuchtet oder blinkt noch immer, richtig? Ja, immer noch. So, und da, in der Tabelle steht jetzt bei zwei Strikes blue. Jetzt, warte, bevor du blau drücken solltest. Das muss ja Simon Says sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Und es wird dann immer wieder um einen erweitert. Ich weiß jetzt halt nicht, ob wir... Weil mit Gelb scheinbar fangen wir nicht mit Gelb an. Du weißt, dass das Ganze auf Zeit läuft, ne? 2 Strikes, ja. Drück den Blauen. Rot. Dann ralle ich's nicht. Freunde, wir machen das jetzt hier. Ach, wir hatten kein Vokal. So, Robert, geht los. Ich habe hier oben nochmal das Labyrinth. Ja. Auf A2 und F3. Alpha 2, Foxtrot 3. So. Da sind die Punkte. Ja. Ich befinde mich auf Charlie 3. Ja. Und das Ziel auf Foxtrot 6. Ja, okay. Lohnt's mich, Baby. Charlie 3 war das, ja? Wo ich bin, ja. Ja, einen nach unten. Ja. Nach rechts. Ja. Nach oben. Ja. Zwei nach rechts. Ja. Ganz nach unten. Fantastisch, Robert. Ich habe 2 Knöpfe. Einen roten Detonate-Knopf und einen roten Abort-Knopf.
Ja, Moment, ja. Button is blue. Blue? Nee, rot-rot. Rot-rot. Okay, hast du eine Batterie an der Bombe? Nein. Okay. Kannst dir einen Knopf aussuchen. If the button is white, ne, hast du einen weißen gehabt? Rot, rot. Nur rot-rot. Auch keine Batterien. Immer noch nicht. Kann doch mal gerne nachgucken. If the button is red and the button says hold. Hold sagt er nicht, ne? Nein, detonate oder board. If none of the above apply, und das ist es gerade, hold the button and refer to releasing a held button. Feel free. Warte. Releasing a held button. If you start Ich habe holding jetzt den Detonate-Button gedrückt und halte ihn gerade. Warte, ich lese. Lights up on the right side. Hast du jetzt eine Farbe? Warte mal, warte mal. If you hold. Welchen drückst du gerade? Detonate. Ist schlecht. Du hättest mal den Held-Button. Da ist kein Held-Button! Was steht denn auf dem anderen? Abort! Ach, Abort. Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Das ist Ja, nicht so schwer. du. Das ist eine ganze DIN A4-Seite, die ich mir hier komplett einmal durchlesen muss, Alter. 2 Minuten. Ich meine, ich bin ja eh schon ein kleines Stückchen Asche, was hier. Ein verbranntes Brikett bin ich hier, was hier Und du machst rumkabbelt. es mir aber auch nicht Ich leichter, habe ne? den Knopf immer noch, halte ich hier, ne? Das kann aber nicht sein. Pass auf. Der Button ist nicht. Ist rot. Es Ist steht immer noch Detonate drauf. rot. Okay. Immer noch, ja. Ja. No. Und wir haben keine Batterie dran. Immer noch Nirgendwo. nicht. Nirgendwo an dem Koffer. Nein! Nee, Button auch ist nicht auch oben, nicht. Robert. Button ist auch nicht white. Is there are more than. Mehr als 2 Batterien haben wir auch nicht. Button ist auch nicht yellow. If the button is red and the button says hold. Das, Sagt er ja der auch heißt nicht. nicht Hold. So, if none of the above apply, hold the button and refer to releasing head. So. Jetzt sagt er mir 55 von Sekunden. irgendwie farbigen Strips. Was für farbige Strips denn? Ah, okay. Nee. Ach, okay, jetzt. Nee, farbige Strips habe ich nicht. Doch, weiß, weiß, weiß. Weiß. Ja, release when the countdown eine 1. Wenn im Countdown-Timer eine 1 drin ist, musst du loslassen. Okay. Und das gleiche jetzt gleich nochmal bei Abort mit der Farbe. Okay. Und die Farbe ist rot. Die Rot, wieder bei einer 1. Alter. Hast du? Ja, Mann. Haben wir noch was oder ist die durch? Wir sind die Besten. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Oh Mann, ey. Wir hatten noch 21 Sekunden Zeit. Junge, ich schwitze. Du musst da nur lesen, Junge. Ja, Ich und hab du musst die. du irgendwelche scheiß Drähte durchknipsen. Ja, aber ich opfer hier mit meinem Leben. Ohne Witz, beim nächsten Mal bist du dran mit Lesen. Und Ja, wehe, du aber. beschäftigst dich mit der Scheiße nochmal irgendwie vorher. Nee, 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 nee. Hm. Ich hab mit dem Nickes hätte ich das direkt durchgespielt. Ja, weißt du, was du mit dem Nick ist? Dann hättest du hier nochmal aber richtig Bombenwetter gehabt, ey. Freunde, dieses Spiel wird uns, glaube ich, noch ein paar Tage befassen und ein bisschen Spaß haben. Wir haben jetzt 30 Minuten gebraucht, um 2 Bomben zu entschärfen. 30 Wenn Minuten. wir gnädig sind und der Robert gute Laune hat, seht ihr heute noch ein Video. Ich würde sagen, wir sind erstmal raus. Gut, Schuss, bis zum nächsten Mal, euer Commander. Und das Schlusswort kriegt unser polnischer Knaller. Ja,
Ich bin fertig mit den Nerven.